willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung, die bei der ARD wahrscheinlich Tagesschau heißen würde. Bei Giga heißt sie 360. Und heute möchte ich nicht ein ganz ohne, wie soll man sagen, falsche Bescheidenheit behaupten, dass wir eine Sendung der wahren Superlative für euch auf die Beine gestellt haben. Denn heute ist es ein Kessel buntes, was die Themen belangt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber mal wieder nach ein bisschen Flaut in den letzten Wochen ein richtig schönes Spiel der Woche für euch rausgekramt. Die Rede ist von einem Spiel, bei dem Vollgas-Fans und Schlammfetischisten gleichermaßen auf ihre Kosten kommen dürften. Um was es sich dabei handelt, das schauen wir uns doch mal gemeinsam an. Heute wird's schmutzig. Denn wir freuen uns darauf, euch die Preview über Colin McRae Dirt zu präsentieren. Das Vorzeigespiel aus dem Hause Codemasters möchte uns dabei wieder Rallye-Sport vom Feinsten bieten. Und nebenbei soll das Spiel auch grafische Maßstäbe setzen. Und die Zauberformel dafür heißt Neon Engine. Die ersten Trailer zeigten schon, dass Colin McRae Dirt zumindest grafisch ein Hit werden könnte. Doch war man auch sehr skeptisch, ob das Spiel wirklich so gut aussehen würde. Also, meine sehr verehrten 360-Zuschauer, Augen auf! Denn so gut sieht Colin McRae Dirt nun wirklich aus. Doch die fotorealistische Grafik gepaart mit einer exzellenten Physik-Engine soll dabei nicht alles sein. In 66 Wettbewerben sollt ihr dabei euer fahrerisches Können unter Beweis stellen. Die 46 Fahrzeuge, die euch dabei zur Verfügung stehen, sind aber nicht nur reine Rallye-Autos. Denn wie schon der Beiname Dirt verrät, möchten euch die Entwickler nun auf wesentlich mehr schmutzige Kurse schicken, als lediglich eine Rallye-Karriere zu bestreiten. Und das wollten wir natürlich genauer wissen, weshalb wir uns selber einen Offroad-Flitzer geschnappt haben und prompt zu einem ziemlich schmutzigen Event gefahren sind. Naja, bis unsere beiden Moderatoren mit den Entwicklern plaudern können, wird es zwar noch ein bisschen dauern, aber die neuesten Infos werden sie schon aus diesen rauskitzeln können. Viel Spaß also mit den schicksten, dreckigen Autos, die bald die 360 unsicher machen werden. Oder besser gesagt, freut euch auf Colin McRae Dirt. Ja, ganz genau. Colin McRae Dirt für die 360. Heute unser Highlight der Woche. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir haben nicht nur das Spiel da, sondern Codemasters hat uns auch zu einem wunderbaren Event eingeladen, zur Nordschleife. Und da durften der gute P3-Kollege Michael Neudert und ich uns auch selber ans Steuer bzw. hinters Steuer von ziemlich PS-leistungsstarken Monstern klemmen und mal so richtig Gas geben im Matsch. War eine schöne Sache und davon seht ihr nachher auch noch mehr. So, an dieser Stelle, treue Zuschauer wissen es vielleicht schon, kommt immer etwas völlig anderes, was mit dem Spiel der Woche und allem anderen eigentlich gar nichts zu tun hat. Nein, Colin darf wieder aus dem Nähkästchen plaudern über ein Thema seiner Wahl, das ihr dann später kommentieren dürft. Diesmal habe ich mir überlegt, 2007, ich zocke jetzt mittlerweile so, sagen wir mal, ja, 25 Jahre, das kommt schon ungefähr hin, aber ich habe das Gefühl, 2007 könnte so ungefähr das spektakulärste Jahr werden, was zumindest die Konkurrenz im Konsolengeschäft anbelangt. Denn in diesem Jahr haben wir drei hochpotente Konsolen auf dem Markt mit der PlayStation 3, der 360 und der Nintendo Wii, die einerseits sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, inhaltlich, technisch und was die Spiele anbelangt. Also man denke zum Beispiel an die Bewegungserkennung der Wii-Konsole, auf der anderen Seite die P3, die für 600 Euro sich ja im High-End-Segment quasi positioniert mit Blu-ray etc. pp. Dazwischen die 360, die definitiv auch eher auf Technik setzt als jetzt auf Steuerungsfinessen. Sprich, wir haben jetzt drei Konsolen, die einerseits sehr verschieden sind, auf der anderen Seite aber alle sehr, sehr gute Chancen haben, nicht unbedingt als Sieger, aber zumindest erfolgreich aus dem Jahr 2007 hervorzugehen. Ja, und warum ich das sage, das liegt natürlich daran, dass dieses Jahr so richtig, richtig viele coole Spiele erscheinen werden und das eben für alle Systeme. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dieses Jahr könnte es sich einigermaßen entscheiden, zumindest entscheiden ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber zumindest so eine Tendenz, wer denn vielleicht in der aktuellen Konsolengeneration die Nase vorn haben wird. Ja, und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, weil ich
unterstelle euch einfach mal, dass ihr primär 360-Fans seid. Vielleicht seid ihr schon stolze Besitzer einer 360. Vielleicht sagt ihr aber auch, ich will mir am liebsten eine 360 kaufen, deswegen gucke ich immer deine Sendung, Colin. Tja, wenn das der Fall ist, möchte ich natürlich wissen, warum ist das denn so? Warum sagt ihr, die 360 ist für mich die geilste Konsole? Was hat die 360, was die anderen beiden Systeme zum Beispiel nicht haben? Oder sagt ihr einfach, naja, die ist mir einfach am günstigsten, das ist alles. Oder sagt ihr, mir kommt es auf die Spiele an? Und da würde mich natürlich auch interessieren, ja, wen seht ihr denn als Sieger? Würdet ihr jetzt sagen, ja, die 360 ist die coolste Konsole und deswegen ist es auch ganz klar die Nummer 1 in den nächsten Jahren? Oder seht ihr da vielleicht dann doch die PlayStation 3, die ja jetzt gerade ihren Start erst hingelegt hat, an der 360 vorbeiziehen? Oder vielleicht sogar die Wii-Konsole, die mit einem völlig neuen Konzept vielleicht auch völlig neue Käuferschichten weiterhin ansprechen wird und dadurch auch ganz ungeahnte Erfolgsgeschichten noch zu schreiben wissen wird? Man weiß es nicht, aber wenn ihr es wisst, beziehungsweise eine Theorie habt diesbezüglich, dann tut sie mir doch bitte kund. Schreibt mir Mails, körbeweise, so viel ihr wollt, an 360@giga.de. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum Thema Krieg der Konsolen und wer wird der Sieger sein, zu sagen habt. So, und was ich noch zu sagen haben werde, das werde ich euch jetzt nicht erzählen, sondern erst nach einer klitzekleinen Werbepause. Okay. Ja, ich habe schon zweimal erfolgreich geschafft, so ein Enthüllungsbuch über meine Person. Willkommen zurück einer Sendung, die, glaube ich, heute mit Vollgas ins Matsch und ins Kiesbett führen wird. Colin McRae, Dirt in der Preview, ist heute mein Thema der Woche. Und wer mich schon mal am Steuer bzw. am Joypad eines virtuellen Rennspiels gesehen hat, der hat vielleicht noch einige Leistungen im Hinterkopf, die nicht ganz so glamourös waren. Aber ich gewöhne mich langsam dran und ich muss sagen, so viel sei jetzt schon mal verraten. Colin McRae, Dirt macht mir richtig Spaß. So, aber bevor ich mich dann wirklich mal auf die Piste wage, würde ich sagen, schauen wir erstmal, was es sonst noch so Interessantes gibt. Hier sind unsere News. Los geht's mit einer Ankündigung, die, glaube ich, sehr, sehr viele von euch richtig freuen dürfte. Zumindest, wenn ich die E-Mails, die ich so in den letzten Wochen von euch bekommen habe, richtig ausgewertet habe. Denn ich wurde immer wieder gefragt, Colin, wann kommt denn endlich mal ein Naruto-Spiel für die 360? Ich habe immer gesagt, es kommt eins, es wird auch eins kommen. Das hat Ubisoft schon vor längerer Zeit angekündigt. Aber im Rahmen der Ubi-Days wurde jetzt endlich der Mantel des Geheimnisses quasi gelüftet. Ubisoft hat nämlich Naruto Rise of a Ninja angekündigt. Und das Ganze basiert auf der Anime-Serie. Sprich, ihr werdet in die Rolle von, Ninja-Anwärter Naruto schlüpfen und quasi seinen Aufstieg zum Super-Ninja live und in Action mitverfolgen. Das Ganze ist so im Cel-Shade
Comic-Look gehalten einigermaßen und inhaltlich soll nicht nur geprügelt werden. Es gibt auch Geschicklichkeitseinlagen und Adventure-Elemente, die das Ganze vielleicht auch für Leute interessant machen, die nicht so wahnsinnige Naruto-Fans sind. Ich bin's jetzt nicht, aber für mich wird das interessant, weil ein wirklich renommierter Entwickler dahinter steht, und zwar Ubisoft Montreal. Die haben in der Vergangenheit ja schon Prince of Persia und Splinter Cell gemacht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie auch aus Naruto was richtig Geiles rausholen. Wer sich da ein bisschen näher drüber informieren sollte, der sollte mal auf die just gelaunchte Website von Ubisoft gehen. Die seht ihr wahrscheinlich gerade eingeblendet. Da gibt's nämlich nicht nur einen kleinen Mini-Trailer, da gibt's auch ein paar mehr Bilder und ein paar Informationen. Ja, weiter geht's mit einem Spiel, was eigentlich schon mal da war. Die Rede ist nämlich von Lego Star Wars. Da wurde just The Complete Saga angekündigt. In der Form war es natürlich noch nicht da, aber treue Zocker wissen natürlich, dass es schon mal zwei Lego Star Wars Spiele gab, die einerseits die Filmepisoden 1 bis 3 abgehandelt haben und die Episoden 4 bis 6. Die ganzen kommen jetzt quasi, als wie der Name schon sagt, Complete Saga als kompletter Pack nochmal neu auf den Markt und soll nochmal neu überarbeitet werden. Speziell die Levels des ersten Teils, insgesamt kommen 36, denn das Ganze soll quasi auf den Stand des zweiten Lego Star Wars Spiel gebracht werden und es soll auch einen wunderbaren Online-Modus geben. Ja, im Herbst diesen Jahres soll es dann auch schon soweit sein. Ich bin mal sehr gespannt, die beiden ersten Spiele waren ja richtig toll und wenn jetzt quasi das Star Wars Universum auf einer Konsole endlich komplett in einem Spiel ist, ist das sicherlich eine tolle Nachricht. Eine weitere tolle Nachricht ist auch die Tatsache, dass ein neues spannendes Xbox Live Arcade Spiel angekündigt wurde, was vielleicht nicht vielen von euch was sagen wird. Die Rede ist von Exit. Dabei handelt es sich um so ein Puzzle-Action-Spiel von Taito und das ist zuletzt für die PSP erschienen und zwar im letzten Jahr. Dabei schlüpft ihr so in die Rolle von Mr. Escape, heißt der Gute, und der hat die Aufgabe, in kniffligen 2D-Häusern, Rettungsbedürftige zum Ausgang zu leiten. Dabei ist jede Menge Reaktion, aber vor allem auch Hirnschmalz vonnöten, wollt ihr da richtig Erfolg haben. Das Ganze kommt jetzt im Sommer 2007 zumindest erstmal in Japan auf den Marktplatz und wird 800 Punkte kosten. Wann es bei uns rauskommt, ist noch nicht klar, aber ich bin sicher, dass es auch bei uns rauskommt. Dabei sind die Levels des PSP-Originals und auch noch einige exklusive für die 360. Exit könnte richtig gut werden. Was nicht richtig gut werden könnte, sondern garantiert definitiv brillant wird, vielleicht treue Zuschauer wissen schon, was es gehen kann, wenn ich jetzt quasi Superlative anschlage, ist Guitar Hero 3, was derzeit bei Neversoft in der Entwicklung ist. Und Woche für Woche, Monat für Monat kommen da ein paar neue Infos. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir wissen, es kommt eine drahtlose Gitarre, das wussten wir auch schon ein bisschen früher. Jetzt ist das Modell benannt. Es gibt nämlich eine Gibson Les Paul für künftige 360 Guitar Hero 3 Besitzer. Und dabei sollen auch die Schlagbretter austauschbar sein. Bei meinen alten Gitarren ist das jetzt noch nicht wirklich nötig, aber wenn ihr da so drauf reinprügelt, dass das Ding kaputt ist, ist das vielleicht eine gute Nachricht. Ist vielleicht billiger, als sich eine komplett neue Plastikklampfe zu kaufen. Was ich aber richtig cool finde, ist, dass ein paar neue Tracks mittlerweile geoutet wurden, die definitiv dabei sind. Mit dabei sind zum Beispiel Sabotage von den Beastie Boys, Paint It Black von den Rolling Stones, My Name is Jonas von Weezer, Rock'n'Roll All Night von Kiss und Barracuda von Heat, um nur einige zu nennen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werden wir noch mehr darüber erfahren. Im Herbst soll das Ganze ja erscheinen. Und was sonst noch so erscheinen soll, das sehen wir jetzt mal gemeinsam in bewegten Bildern. Der legendäre Street Racer Need for Speed geht mit Pro Street in die 11. Runde. Anstatt sich auf den Lorbeeren der vergangenen 13 Jahre auszuruhen, will Electronic Arts mit Pro Street noch anspruchsvollere Renn-Action abliefern. In beeindruckendem Grafikgewand wird diesmal professionelles Street Racing abverlangt. So wurde die Autoscalp-Technologie deutlich weiterentwickelt sowie ein ausgereiftes Schadensmodell integriert. Bereits diesen Herbst soll der Kampf um die Street Racer-Krone auf allen aktuellen Systemen beginnen. Wie aus einem ausführlichen Interview mit den Machern von Juice 2 hervorgeht, wird dieser Sommer auch auf der 360 ziemlich heiß. Denn in Juice 2 Hot Impact Nights werden nicht nur rasante Drifts den Asphalt zum Glühen bringen, sondern auch berühmte Models aus der Street Racer-Szene am Straßenrand für zusätzliches Sexappeal sorgen. Aber auch die Gameplay-Elemente sollen das Rennfahrerherz höher schlagen lassen. Denn in der finalen Version werden insgesamt 90 Fahrzeuge und über 250 Tuning-Teile enthalten sein. Und schließlich wollen wir euch noch den Arcade-Titel Mad Tracks ans Herz legen, den ihr auf dem Xbox Live Marktplatz für 800 Microsoft Points downloaden könnt. Neben 12 Vehikeln bietet der Party Racer 46 verschiedene Challenges. Und dank Xbox Live natürlich auch einen Online-Modus. Dort kann man dann mit bis zu 4 Kollegen über den Asphalt heizen. Wer sich aber noch nicht zum Geldausgeben motiviert fühlt, der sollte zunächst zur kostenlosen Demo-Version greifen. We'll be right back.
Matt Trax Xbox Live Marktplatz, mittlerweile erhältlich für 800 Punkte. Jetzt kommen wir zwar auch zum Rennspiel, unserem Highlight der heutigen Woche, beziehungsweise der dieswöchentlichen Woche. Colin McRae Dirt heißt das Ganze und das sind, glaube ich, Rennspiele, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und damit ihr vielleicht mal so einen ganz kleinen Eindruck bekommt, vor allem dann, wenn ihr Colin McRae Fans seid, dann würde ich sagen, schaut euch jetzt mal mit mir zusammen eine kleine Matz mit einem Entwickler-Interview an, damit ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommt, was euch denn alles so erwartet in den nächsten 45 Minuten. Ich habe mir jetzt mal Darren Campion von Codemasters geschnappt. Das ist einer der Produzenten von Colin McRae Dirt. Und der gute Darren, der wird mir jetzt mal ein paar Fragen dazu beantworten. Darren, willkommen in der Sendung. Hi, schön dich kennenzulernen. And of course my first... Toll, dass du da bist. Es ist mittlerweile 3 Jahre her, dass ich Colin McRae das letzte Mal auf Konsolen hat blicken lassen. Wo hat er gesteckt? In der Entwicklung. Wir haben zum Beispiel die brandneue Neon Engine programmiert, die wir für all unsere kommenden Rennspiele nutzen. Seit dem letzten Teil haben wir in allen Bereichen gewaltige Fortschritte gemacht. Es gibt die neue Physik-Engine, neue Strecken, neue Autos und vieles mehr. Eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ich habe mich allerdings gefragt, was es mit dem Namen auf sich hat. Es gab Colin McRae 1, 2, 3 und so weiter. Der neueste Teil heißt nun Dirt. Hat das was Besonderes zu bedeuten? Ja, wir haben jetzt wirklich alles drin, was man von einem Colin McRae-Spiel erwarten kann. Es gibt natürlich wieder die klassischen Punkt-zu-Punkt-Rennen und diverse Meisterschaften. Aber darüber hinaus bietet Dirt jede Menge neue Inhalte, zum Beispiel Rally Rage oder Hill Climbs. Auf welche Arten von Fahrzeugen dürfen wir uns freuen? Ihr könnt natürlich zunächst erstmal alle klassischen und traditionellen Rallye-Wagen erwarten. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Super Buggies und Trucks. Erzähl uns doch etwas über die Multiplayer-Modi. Bis zu 100 Spieler können online teilnehmen. Es gibt Chatrooms, in denen man diskutieren und sich über alles Mögliche austauschen kann. Es wird auch ein Voting-System geben, bei dem die nächste Strecke gewählt wird, wo dann bis zu 100 Spieler in Checkpoint-Rennen um die Bestzeit fahren. Glaubst du, dass der Multiplayer-Part bei einem Spiel heute wichtiger ist, als es beispielsweise zu Colin McRae-Zeiten auf der PS1 der Fall war? Auf jeden Fall. Online ist der wichtigste Trend. Jeder will es, jeder verlangt es. Also liefern wir es. Inwieweit ist denn Colin McRae selbst in die Entwicklung seines Spiels eingebunden? Wahrscheinlich stärker, als man meinen könnte. Er hat uns regelmäßig im Studio besucht, um zu prüfen, ob die Qualität des Spiels seinen Anforderungen entspricht. Immerhin steht ja sein Name drauf. Er hat uns viele Vorschläge gemacht, die wir eingebaut haben. Andersherum haben auch wir viele Ideen gezeigt. Wird es unterschiedliche Witterungsverhältnisse und Tag- und Nachtwechsel geben? Jede Strecke hat anderes Wetter und verschiedene Tageszeiten. In Italien gibt es zum Beispiel eine Morgenstrecke, eine Strecke zur Mittagszeit und eine in den Abendstunden. Einige Rennen finden bei Regen statt, was natürlich das Fahrverhalten der Wagen stark beeinflusst. Es gibt also eine breite Auswahl an Tageszeiten und Wetterarten. Das hört sich ja ganz schön aufregend an. Vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal selber zocken. Ja, ich bin jetzt wirklich richtig heiß geworden und das passiert mir bei Rennspielen relativ selten. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass mein Namensvetter Pate steht. Aber ich glaube, ich werde jetzt selber mal das Joypad bzw. das Lenkrad in die Hand nehmen und gucken, wie sich Colin McRae Dirt denn wirklich so fährt. Ein netter Mann, dieser Darren Campion, ja, muss man sagen. Das hat man gehört. You're so lovely. Such a lovely game you brought me today. Alter, wie du den angehimmelt hast. Überhaupt noch was? Ich hab sein Spiel angehimmelt. Naja, tatsächlich, ja. Ja? Aber es gibt auch sogar Videos davon. Wurde Darren davon. Campion zu deinem Champion? Ja. Und da hat das. Ich muss sagen, er hat dich abgelöst. Das ist auch gut so.
Ach was, jetzt plötzlich, sonst hast du dich schon mal... Komm, egal, wir haben es ja noch relativ früh. Würde ich sagen, Allradantrieb... Ja, du hast dich Rally, ja mit dem Spiel geil, ja. Definitiv lange Zeit auseinandergesetzt. Ich habe dir ein paar Mal über die Schultern blicken dürfen bei Colin McRae Dirt. Ich bin sehr gespannt drauf, was du jetzt absolvieren wirst. Du hast ja was Feines jetzt vorbereitet. Ja, was heißt vorbereitet? Ich wage mich jetzt einfach mal an eine Strecke, denn treue Giga-Zuschauer wissen vielleicht, wenn Colin Gable und Felix Rick nebeneinander sitzen und ein Rennspiel präsentieren, dann hat sich ja quasi Racing Creme de la Creme ja, absolut. Vor der Kamera eingefunden. Hier trennt sich das Weizen vom Spreu. Ich würde dir jetzt auch gerne das Pad überreichen und dich zocken lassen, aber ich glaube, du findest die Idee nicht so geil. Ne? Ich würde nachher gerne mal ein Ründchen drehen. Hätte ich nichts dagegen auf jeden Fall. Aber jetzt lasse ich dich erstmal ran, denn du hast das Ganze ein bisschen ausführlicher gezockt. Wir können dann gleich nochmal sehen, wie das aussieht, wenn ich da mal ran darf. Ich habe das Ganze nämlich noch gar nicht gezockt und ich bin ja sehr gespannt, denn es wird ja viel diskutiert bei Colin McRae Dirt auch. Da sagen viele, viele Leute, das ist eine Simulation. Andere Leute sagen, ja, dafür verhalten sich die Autos, ist die Physik zwar teilweise rechnet, aber es gibt trotzdem noch Sachen, die mit der Achssteuerung zu tun haben, die dann trotzdem nicht simulastisch genug sind und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich sehr gespannt drauf sein. Ich denke mal, man hat auf jeden Fall ein sehr schönes Rallye-Spiel hier mit diesem Titel serviert bekommen. Ja, und eben nicht nur ein Rallye-Spiel, wie man hier sieht, denn erstmals gibt es jetzt bei Colin McRae ja nicht nur diese schönen Punkt-zu-Punkt-Rennen, wo man alleine über die Piste flitzt, sondern es gibt diverse verschiedene Ligen und es gibt auch diverse verschiedene Fahrzeuge. Hier bin ich jetzt mit so hochgezüchteten Monster-Trucks, ja, Monster-Trucks nicht ganz, aber so Pickup-Trucks halt auf der Strecke, beziehungsweise neben der Strecke. Und hier sieht man wahrscheinlich schon ganz gut, wie ich hier schlittere. Ja, vor allen Dingen sieht man mal etwas, was komplett neu ist. Man fährt nicht alleine auf der Piste, sondern man fährt mit vielen, vielen Kontrahenten. Und das finde ich mal wirklich einen guten Sprung. Denn ich fand zwar dieses mit dem Beifahrer, der einem sagt, welche Kurve kommt und dann natürlich die Bestzeit fahren auf einer Strecke, ist schon spaßig. Aber ich fand, das hat bei mir immer für zu wenig Langzeitmotivation gesorgt. Weil ich mich immer so direkt, ich möchte mich nicht mit einem unsichtbaren Zeitgegner messen oder mit der Zeit an sich alleine. Ich möchte mich mit Gegnern auf der Strecke messen. Da möchte ich Rempeleien sehen und alles, was bei so einem Rennen dazugehört. Und das finde ich halt sehr schön, dass es jetzt hier in Dirt geschafft hat. Ja, ich schaffe das zwar jetzt gerade nicht, aber da dürfte wirklich alles drin sein, was du machst. Naja, du hast halt schon genügend Probleme mit der Bandenwerbung. Ist verständlich, die ist ja auch... Die hat eine KI, die brezelt einen schon mal weg. Ja, ich wollte ja einfach, ich habe einen Deal mit ein paar von den Sponsoren und da habe ich ihnen gesagt, okay, ich fahre mal ab und zu. Umso länger die Bandenwerbung im Fernsehen zu sehen ist, umso mehr Geld fließt in deine armseligen, löchrigen Taschen. Ja, ich habe so ein Sparschwein bei denen auf dem Tisch stehen und jedes Mal macht es Kling. Ich höre das nämlich so im Ohr. Geil. Ich komme mal nicht richtig. Also, ich bin jetzt übrigens gerade für alle, die es interessiert, in der Meisterschaft. Ich habe eine Karriere gestartet. Und warum ich jetzt frage, warum zeige ich das nicht? Das liegt daran, dass die Ladezeiten extrem lang sind, aber wir natürlich immer extrem wenig Zeit leider haben. Man wartet nämlich schon mal eine knappe Minute ohne Scheiß, bis das Rennen wirklich startet. Deswegen dachte ich mir, das kann schöner sein als an erster. Ich glaube auch, es ist besser, wenn wir sehen einfach mal ein bisschen was vom Spiel an sich, anstatt Menüs und so weiter und so fort. Aber was mich vielleicht doch noch interessieren würde, wie gesagt, ich kenne mich jetzt bei Dirt überhaupt nicht so aus. Gibt es auch die Möglichkeit, meinen Boliden zu tunen? Du kannst verschiedene Einstellungsmöglichkeiten vornehmen, Okay. Du kannst die Fahrwerkhöhe und solche Geschichten einstellen. Bremsen und solche Geschichten. Also da geht schon einiges. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, weil ich ja nicht so wahnsinnig simulationsfreakig bin und es war bisher noch nicht nötig. Allerdings vielleicht, ich glaube auch, dass ich hier so verkacke, liegt mehr an meiner Fahrweise als an der Bolideneinstellung. Wie gesagt, ich glaube ja, dass also richtige Simulation, ich glaube, das ist so eine Mixtur aus Arcade und Simulation, denn ich glaube, viele der Sachen, die richtige Simulationsfreaks aufregen, die wurden halt einfach auf Kosten des Spielspaßes und der Spielbarkeit sozusagen ein bisschen zurückgehalten oder ein bisschen, wie soll man sagen? Definitiv. Ich schalte jetzt gerade übrigens mal hier... Oh, das finde ich schön. Das sieht ja geil aus. Ich schalte meine Perspektiven durch, aber wie du siehst, übersichtsmäßig geht da nicht mehr viel. Nee, da geht nicht viel. Ich schalte mal wieder zurück. Aber das war trotzdem gerade grafisch eine sehr schöne Ansicht. Ich möchte dich danach bequem, diese vielleicht noch mal kurz zu zeigen, denn ich fand das wirklich gerade sehr, sehr schön. Oh nein, aber ich wollte gerade... Guck mal, jetzt habe ich mich gerade mühselig auf den 6. Platz vorgekämpft. Und jetzt willst du mich noch mal durch einen Perspektivwechsel... Ich versuch mal. Nummer 1. Ich glaube, jetzt fahre ich sogar direkt nach hinten. Ja. Jetzt komm, hier, jetzt das. Fährt man Rallye, Junge. So fährt man Rallye. So ist gut. Ist das. Ich traue mich nicht mal Gas zu geben. Ah, du siehst es. Und was ich sehr, sehr schön finde, jetzt mal ganz kurz, wo wir gerade beim Stichwort Rallye sind, ist tatsächlich, es gibt wieder verschiedene Untergründe natürlich. Ja. Es gibt Asphaltstraßen, es gibt richtige Matschstrecken, es gibt Sandpisten, Schotter und die fühlen sich wirklich auch total unterschiedlich an. Mhm. Und das macht auch wirklich Spaß, also wenn man sich darauf einlässt, wie gesagt. Es ist definitiv kein Arcade-Racer. Aber ja, definitiv nicht, aber wer jetzt hier einen Motorstorm erwartet, der wird wahrscheinlich derbe enttäuscht. Ja, also dafür ist das Ganze viel zu ungriffig. Wenn man sieht, wie ich hier schwimme teilweise.
Aber ich glaube, man sollte auch kein Richard Burns Rally erwarten, nee. Dass er wirklich simulationsmäßig auf der Konsole... Ja, es soll ja wirklich Lust machen und nicht ja. Frust. Und das macht's. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass man einstellen kann, vor jedem einzelnen Rennen, wie schwer... Ah, jetzt bin ich verreckt. Das muss nicht sein, der Totalschaden. Da sieht man jetzt auch wunderbar in der Statistik, wo was wie kaputt das gegangen ist. Bei wie waren es die Räder? Möchtest du das gleiche Rennen machen? Ich möchte das, ja, doch, können wir das gleiche nochmal machen, sonst müssen wir wieder lange Ladezeit machen genau. Und hier... Ich habe jetzt übrigens einen mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt. Man kann natürlich auch das Schadensmodell insofern ausschalten. Hier ist Gas? Ja, genau. Gas, Bremse, andere Schultertaste, Handbremse ist rot. Und Perspektivwechsel ist mit den anderen Schulterbuttons. Ja, um das noch zu Ende zu führen. Was wollte ich eigentlich jetzt zu Ende führen? Ah, also man kann das Schadensmodell natürlich je nach Schwierigkeitsgrad ein- und ausschalten, beziehungsweise sagen, wie sensibel soll das Ganze sein? Sprich, crash ich einmal richtig in die Bande, ist dann schon Feierabend? Oder kann ich so viel crashen, wie ich will, es passiert nichts? Das ist abhängig von 5 Schwierigkeitsgraden, die man vor dem Rennen einstellen kann. Wir sind jetzt in unserem mittleren hier. Sprich, ich bin gerade verreckt, weil ich einfach zu viel gecrashed bin. Das kann aber auch noch viel schneller gehen, wenn der Schwierigkeits... Ah, die Sau! Die Potsau! Ja, das ist hier, wie gesagt, hier geht's nicht ums um die schnellste Zeit natürlich und irgendwie um Schönfahren. Hier geht's wirklich einfach darum, mit allen fiesen Mitteln an den Sieg zu kommen. Ich hatte gerade so einen schönen zweiten Platz und dann werde ich von der Socke weggedrängt hier. Ja, das kann. Also ich fahre das jetzt gerade zum ersten Mal und natürlich, wenn so ein Spiel etwas simulastischer ist, dann muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, darf nicht die ganze Zeit Vollgas geben. Muss da wirklich mit den Analog-Buttons beim Gasgeben arbeiten. Simulastischer ist übrigens ein sehr schönes Wort. Ja. Das werde ich in meinen aktiven Wortschatz übernehmen. Kannst du ja vielleicht den Darren beibringen heute Abend, wenn ihr wieder gemeinsam in der Kiste landet. Wenn wir uns auf dem Likörchen treffen, ja. Oh, Darren, your game! It makes me so horny! Ja, du weißt es ja, wie es ist. Ne? Damit du nette Antworten bekommst, musst du den Leuten auch mal das Gefühl geben, sie haben wirklich das beste Spiel aller Zeiten in der Macht. Dann musst du ihnen das Gefühl geben, als wärst du ihre Freundin. Ich weiß nicht, bist du damit schon weit gekommen in der Vergangenheit? Oder das frage ich dich, du Boss. Erfahrungswerte. Also ich bin mit meinem kritischen Herr namensgebender Vetter namens Colin. Ich weiß nicht, weißt du, ich schlag mich nicht viel schlechter als du Sandfurz. Nee, das stimmt, das muss ich sogar zugeben. Du bist auf einem sehr soliden 7. Platz. Das Schlimme ist wirklich, wenn du einen Dreher hast und du bist mal richtig rausgedrängt, dann kann das ganz, ganz schnell Schluss sein. Also man muss sich schon konzentrieren. Hier hört man natürlich jetzt keinen Beifahrer. Es gibt, wie gesagt, die klassischen Punkt-zu-Punkt-Rennen, wo du dann einen Beifahrer hast, der dir immer schön sagt, wie stark wird die nächste Kurve sein, kommt da jetzt eine Hügelkette, kommt da ein Sprung oder ist irgendeine... Juhu, Sprung! Ja, das ist auch eine ganz gefährliche Sache. Das Einzige, was mich manchmal stört bei den Hürden, wie zum Beispiel bei diesen wirklich mickrigen Bannerpappen, wenn du davor stehst und Vollgas gibst, weil du da manchmal gecrashed bist, dann kommst du da manchmal nicht so einfach drüber. Sprich, das ist noch nicht so ganz, ganz realistisch. Was knickt ein bei 20 km/h und das haben viele Rennspiele dieses Problem. Auch, dass man zum Beispiel an irgendeinem kleinen Pfosten dann hängen bleibt, obwohl das eigentlich überhaupt keinen Grund dazu geben würde. Oh, 4. Platz. Ja, sehr gut. Ich bin ganz happy mit mir. Ja, du machst eine sehr gute Figur. Kann man nichts gegen sagen. Und diese Karren sind wirklich nicht so wahnsinnig leicht, wie du merkst. Das ist schon ganz schön schwammig. Ja, man muss sich da wirklich konzentrieren. Ja. Also ich bremse eigentlich so gut wie nie. Ich gehe halt nur vom Gas runter und lasse dann ausleiten. Oh, jetzt kommt die Sache hier, die Banden. Ja? Weil die waren jetzt wirklich, wie dort, das waren 2 Zentimeter Durchmesser Metallstreblein, möchte ich sagen. Ja, es kann sein, wie tief die verankert sind, das wissen wir nicht. Ja, aber bitte, die knicken ab, physikalisch. Das sind Allwetter-Werbebanner, die sind mit dem Boden, da sind... Also das waren die Diamantverschraubungen. Ja, du hast... Ja, 10 Tonnen schwere Betonklötze, die im Boden gefasst sind. Wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad abhängig ist natürlich auch die KI der Gegner. Also sprich, du hast jetzt nicht... Ah! Das ist wirklich ärgerlich. Aber es ist noch nichts verloren. Erst in 5 Minuten. Ah, da bin ich jetzt nicht happy mit. Ja, du bist eine Minute 43 hinter den letzten zurück und eine Runde hast du noch zu fahren. Alter Falter! Ich gehe mal jetzt hier in die Rennperspektive. Jetzt. So. Wie du auch gleich vom Gas gehst, glaube ich. Sehr geil. Alter, das sieht aber einfach geil aus. Auf jeden Fall. Das sieht geil aus. Das sieht einfach richtig gut aus. Also man sieht zwar nichts, aber es sieht richtig gut aus, das, was man sieht. Grafisch kann man dem Ding wirklich gar nichts vorwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wir vorhin im Interview gehört haben, die haben ja 3 Jahre entwickelt, eine komplett neue Engine auf die Beine gestellt, die auch im nächsten DTM Race Driver übrigens Verwendung finden wird, ebenfalls aus dem da bin ich sehr gespannt. Und vor allem gleich wird es schön, wenn wir dazu noch kommen, je nachdem, wie schnell du ins Ziel kommst. Es hat einen richtig geilen Wiederholungsmodus, wo du vorher zurückspulen kannst, Zeitlupen. Und da sieht man dieses Schadensmodell, wenn du denn schön gecrashed bist, richtig schön im Detail. Wie lange ist denn noch? Du bist in der letzten Runde. Links siehst du diesen Balken. Du bist ich schau nicht. Ja, okay. Schau mal auf die Strecke, soweit es dir möglich ist. Und
Da bist du quasi fast im Ziel. Oh, keine Glanzlage, das war mein erstes Mal. Ja, dafür war es aber wirklich gut. Aber wie gesagt, Segen und Fluch liegen da ganz nah beieinander. Und ich würde sagen, wir zocken gleich einfach mal was ganz anderes. Machen wir mal andere Strecke, andere Pisten. Oh, oho, aha. Das kann nur an deiner schwachen Leistung liegen. Nee, das liegt an deinen Ausdünstungen hier. Die weichen nämlich jeden Klebstoff auf. Aber stimmt, vielleicht schaffen wir das dann gleich wieder festzukriegen mit dem Föhn. Aber das seht ihr erst nach der Werbung. Bis gleich. Fahrzeug nehmen. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung hier bei 360 mit Colin und Felix McRae. Und ich habe das Gefühl, da hat sich wirklich eine heiße Liebe entwickelt jetzt eben. Denn die hat das richtig Spaß gemacht, oder? Nein, ich versuche gerade das Spiel anzustellen für Spielsendung. Was ist so? Ja gut, dann gebe ich dir noch ein bisschen Zeit. Denn bevor wir jetzt weiter Colin McRae zocken, möchte ich natürlich nicht euch missen lassen, das, was es dann an Auswertung gab vom letzten Thema der Woche. Da hatte ich euch ja gesagt, dass die E3, das wisst ihr schon länger, wenn ihr treue Zocker seid, dass die E3 in diesem Jahr ja nicht mehr in klassischer Form stattfindet, sondern nur noch extrem reduziert. Und ich wollte eure Meinung allgemein zu Messen, zur neuen E3, zur Games Convention etc. pp. Hören. Und eins vorweg, ich bin sehr überrascht, von euch scheint nämlich so gut wie niemand die E3-Messe, die ja eigentlich die größte der Welt war, über viele Jahre hinweg, so richtig zu vermissen. Zum Beispiel Shana oder Shana ist der Meinung, dass es nicht schlimm ist, dass sie weg ist. Er sagt, ich finde es nicht so schlimm mit der E3. Das einzig Interessante daran waren die Pressekonferenzen. Ansonsten wurde man mit so vielen Games überschüttet, dass man erstens die meisten übersieht und nur gehypte Spiele zu sehen bekommt, bis einem das Kotzen kommt. Und zweitens die Show viel zu sehr aufgepusht wurde. Solange die E3-Pressekonferenzen und die Tokyo Game Show existieren, bin ich reichlich zufrieden, da aus dem Westen in letzter Zeit eh nur uninteressante Action-Ego- und Grafik-Games erscheinen. Oh, das kann ich jetzt nicht so ganz hören. Also ich finde, die E3 war ein super Event und genauso wie aus dem Westen nur Ego, Grafik und blablabla Spiele kommen, kommen aus dem Osten nur die gleichen Rollenspiele. Also das finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen, klar, es ist immer der Spielergeschmack, der natürlich wesentlich darüber entscheidet, ob man vielleicht sagt, die Tokyo Game Show ist für mich interessanter, weil alles, was aus Japan kommt, finde ich geil. Oder eben die E3, die extrem Ami-lastig natürlich schon ist. Ist ja klar, war die tollste Veranstaltung, auf jeden Fall. Aber es gibt nicht viele, die sagen, dass die E3, dass es schade ist, dass es die nicht mehr gibt in der Form, aber ein paar schon. Denn zum Beispiel der Johann schreibt quasi, dass es besser wäre, wenn es ein oder zwei zentrale Veranstaltungen gibt. Und er meint, moin, vom Ding her fände ich es besser, wenn es einmal im Jahr, meinethalb auch zweimal, ordentlich was an Ankündigungen gäbe, als irgendwann jeden Monat irgendwas anderes und dann auch noch firmenbezogen. Also er spricht damit an auf diese ganzen Einzelevents wie die Ubi Days, ja, oder genau, die Sony Days. Er meint nämlich, dass sich das Ganze abnutzt.
dadurch, wenn quasi jeden Monat irgendein Hersteller seine eigene Hausmesse macht, dann hat man nicht mehr das Gefühl irgendwie, oder ist was Besonderes, wenn also einmal im Jahr eine Messe kommt. Ich kann auch nicht verstehen, dass da viele so Leute sind, so, ja, E3, mein Gott, dann ist er halt weg. Ich fand das, was doch das Game-Event, von dem jeder Zocker, zumindest als ich jünger war, immer geträumt hat, boah, einmal auf die E3 da sein, die neuesten Spiele sehen und mal anzocken dürfen. Ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, weil wir als Presse, das ist ja immer eine geschlossene Veranstaltung gewesen, wir können da natürlich hingehen, ja, aber viele von euch da draußen, die können immer nur darauf warten, was wir denn berichten oder was im Internet oder in Zeitungen steht. So zum Beispiel auch der Viktor, der generell sagt, Messen sind cool, aber eben nur Publikumsmessen. Er meint nämlich, hallo liebes 360-Team, meine Meinung zu den Messen ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ich finde, wenn eine große Messe angekündigt wird, will man da auch hin, um sich die neuesten Spiele anzusehen, anzuzocken. Und natürlich will ich Überlegungen anstellen, ob ich mir ein Spiel kaufe oder nicht. Messen, wo nur bestimmte Leute eingeladen sind, finde ich nicht gut, weil ich nicht mitkriege, was da in der Gerüchteküche so abläuft. Ich war letztes Jahr auf der Games Convention und fand es richtig geil mit 4 Ausrufezeichen. Nette Leute, informativ, anzocken der neuesten Titel und das Treffen der Giga-Moderatoren. Das ist ein Traum für mich und so muss für mich eine Messe ablaufen. Ja, ich glaube, damit spricht da vielen von euch aus dem Herzen, denn viele haben wirklich gesagt, wir wollen zocken. Ja, Publikumsmesse ist natürlich was Feines, aber man muss auch sagen, bei einer Publikumsmesse, da werden nie sehr viele frühe Titel zu sehen sein, denn die Publisher sind da wirklich sehr, sehr uptight. Also die haben einfach Schiss davor, Spiele zu zeigen, die dann eben noch nicht fertig sind, weil dann viele Leute sagen, ja, wie scheiße sieht das denn aus? Es gibt echt viele Leute, die das nicht verstehen können. Und deswegen, Publikumsmesse finde ich auch grandios, aber nur Publikumsmessen halte ich dann auch nicht für das Richtige. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, denn es gibt ja immer noch die Sonderveranstaltung. Was es an Veranstaltungen bei Colin McRae gibt, darüber klärt euch jetzt folgende Video-Matz-Überleitung wunderbar auf. Halte den Wagen ruhig in der Spur. Anders als bei den vorherigen Offroad-Spielen des Spitzenfahrers Colin McRae wird es in Dirt nicht nur Rallye-Kurse geben. Also werdet ihr euch in den Einzelspieler-Modi nicht immer in hochgetunte Rallye-Autos setzen, sondern auch zahlreiche Rennen mit Buggies, Trucks und sogar einem modifizierten Audi TT bestreiten. Na dann, schauen wir uns doch mal an, welche spannenden Spielmodi uns die Preview von Colin McRae Dirt bieten kann. Jetzt beginnt der Rennspaß. Du hast 3 Herausforderungen zur Auswahl. Rallye-Welt für sofortige Action, Meisterschaftsmodus für die ultimative Rallye-Erfahrung oder Karrieremodus für den Beginn einer Rallye-Karriere. Alle 3 machen Spaß und alle 3 warten auf dich. Entscheide dich also. Die Meisterschaft ist dabei mit der Einzelspielerkarriere der älteren Colin McRae-Teile zu vergleichen. Von spannenden Rennen in nationalen Cups fahrt ihr euch dann über interkontinentale Meisterschaften an die Weltspitze. In diesem Modus heizt ihr aber, wie schon bei den Vorgängern, alleine über die wunderschön designten Rallye-Strecken und müsst schauen, dass ihr die Bestzeit knackt. Wem das allerdings auf die Dauer etwas zu eintönig sein sollte, der kann sich im Spielmodus Rallye-Welt nun neuen Aufgaben widmen. Dazu gehören natürlich auch die äußerst witzigen Buggy-Rennen. Und hey, es gibt auch mehr als nur ein Auto auf der Strecke. Endlich könnt ihr euch nun auch spannende Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Doch scheint die Auswahl der unterschiedlichen Autos zunächst recht mager zu sein. Zwar habt ihr schon vom Start weg einige schicke Offroad-Schlitten zur Verfügung, doch möchte man ja schließlich noch schnellere Vehikel sein eigen nennen. Und da die beiden vorhin genannten Spielmodi eher was für fortgeschrittene Fahrer sind, kann man sich nun auch auf eine völlig neue Karriere freuen. Der Weg zum Ruhm, die Straße des Glücks, der Pfad des Erfolgs. Doch wie kommt man dahin? Ganz einfach. Siege, Siege und nochmal Siege. Denn viele Rennsportfans, die schon in den beiden neuesten Ridge Racer Teil oder auch in DTM Race Driver 3 um die Kurven heizten, dürfte dieses Pyramidensystem sicher bekannt sein. Genieß das Rennen, ich werde dich anfeuern. Aber egal, wichtig ist, was auf der Strecke passiert. Und da tut sich eine ganze Menge. Zwar braucht man schon ein wenig Zeit, um sich mit der sehr direkten Steuerung vertraut zu machen, wenn man aber erst das Kurvenverhalten der einzelnen PS-Boliden auf den sich ständig ändernden Untergrund drauf hat, dann weiß man, warum sich Codemasters knapp 36 Monate mit der Entwicklung Zeit gelassen hat. Eine saubere und realistische Fahrphysik, die aber zum Glück nicht an Richard Burns Rally herankommt. Frust wird sich also wenig breit machen. Um aber eine Bestzeit nach der anderen aufzustellen, bedarf es jede Menge Übung. Einfach nur in bester Need for Speed-Manier über die Schotterstrecke zu heizen, reicht in Colin McRae Dirt nicht aus. Im Gegenteil, denn dank dem neuen Schadensmodell wird euer Flitzer schneller auf dem Schrottplatz landen, als euch lieb ist. Aber nicht nur das Schadensmodell der einzelnen Vehikel ist sehr gut ausgeprägt, sondern auch das der Strecken.
Beim Rallye-Sport ist es natürlich klar, dass man mal einen Strauch mitnimmt oder ungewollt gegen eine Leitplanke kracht. Und in Colin McRae Dirt wird man das nun auch sehen können. Dank der wunderbaren Neon Engine können wir uns also nicht nur auf ein realistisches, sondern auch unglaublich schickes Rennvergnügen freuen, wie man es bisher noch nie gesehen hat. Ja, dass das Ganze auch nicht nur zusammengeschnitten gut aussieht, sondern auch live richtig gut, das versuche ich jetzt nochmal zu demonstrieren mit einer hoffentlich besseren Leistung als das eben. Das Schadensmodell hast du dir sehr zu Herzen genommen, mein lieber Colin. Ja. Hat man eben auch schön gesehen, das ist wirklich geil. So, ich starte jetzt einfach mal ein neues Rennen hier. Jetzt bin ich in einem Crossover-Rennen. Das heißt, zwei Fahrer treten gegeneinander an. Rechts neben mir, auf der Parallelroute, ist jetzt mein Konkurrent unterwegs. Und hier geht es natürlich knallhart um Zeit. Ah, okay, ist schlecht gebremst. Ich bin jetzt auf einer Asphaltpiste und hier ist das Wagenverhalten natürlich vollkommen anders. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit, wenn du mal gefahren bist, nach der ersten Runde Stopp drücken, dass ich auch mal vielleicht kurz ran kann. Denn das sieht schon jetzt alles sehr viel griffiger aus als das, was wir gerade vorhin gespielt haben auf dieser Sandpiste gerade eben. Ist es auch. Irgendwo in Deutschland habe ich, glaube ich, gerade eine Strecke ausgewählt. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Aber bis jetzt fährst du das ganz gut. Ah, mit der Handbremse ein wenig gearbeitet. War keine Handbremse. War nicht Handbremse? Nur völlig falscher Bremspunkt. Okay. Dann nicht mit der Handbremse gearbeitet, liebe Leute. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Oh, da ist er! Genau, ist er nah dran. Die fiese Socke! Das kann man aber so einfach nicht sagen, weil die Kurven... Natürlich, weil es nicht 1 zu 1 ist. Genau. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würdest du jetzt auf der Außenspur fahren. Mist, das können jetzt, das sind so die entscheidenden Momente natürlich oftmals. Das könnte es gewesen sein, Herr Gäbel. Das war es dann wohl. Ja, Colin, es war schön mit dir hier bei Giga. Aber leider hat dich dieser Fahrfehler deinen Job gekostet. Quasi meine Sendelizenz, ne? Ja. Aber mit Recht. Ah. Okay, eine Sekunde Rückstand, die ist noch aufzuholen. Du musst jetzt aber gut fahren. Ach nee, okay. Oh. War nur eine Runde eingestellt. Willst du jetzt mal direkt versuchen, wie du dich da machst? Wollen wir das oder wollen wir eine andere Strecke noch nehmen? Können wir auch eine andere nehmen. Ich würde sagen, wir gehen noch eine andere Strecke. Also das haben wir ja gerade eben schon gesehen, so ein bisschen davon. Aber es gibt hier noch mehr, was wir euch Wenn wir noch dazu wollen. Kommen, denn wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Ladezeiten... kommen. Ja, noch aus der Hölle? Ja, pipapo. Wir können gerne die Stoppuhr also, laufen lassen. Es ist ja nicht die Ladezeiten, es ist die Regie, die wir vorhin, weil wir vorhin zu viel Zeit genutzt haben und die jetzt in ihrem Zeitplan irgendwie ja, hinterher ja, dümpeln. Ja, ja, wir haben halt einfach gern gezockt und zocken und zocken. Ja. Wir sind halt ein bisschen Spieler, ne, wa? Ja. So, ich starte jetzt einfach mal, egal was hier kommt. Ich gebe jetzt mal, ach, du hast Amateur, habe ich gerade gefahren. Weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt gib mal her, lass mich mal hier fahren. So, jetzt siehst du hier übrigens den Ladebildschirm, den wunderschönen. Das finde ich aber eigentlich gar nicht so schlecht, da wird so ein bisschen, also ich finde, das sieht besser aus als manch anderer Ladebildschirm. Ja, das schon. Hier werden dir viele Statistiken gebracht. Das ist auch in der Karriere ganz schön. Da siehst du halt, wie viele Siege hast du, wie war deine Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber ehrlich, wenn du das vor jedem Rennen bekommst, so viel ändert sich da ja nicht. Das Geile ist dann irgendwann schon lang. Das Geile ist, was ich bei vielen Leuten immer höre, die Colin McRae Dirt gespielt haben, echt ein sauschönes Menü. Und ich denke mir so, mich interessiert nicht, wie schön das Menü ist. Mich interessiert das Spiel an sich. Natürlich ist das Menü, wenn es schön ist, nochmal eine tolle Dreingabe oder eine nette Dreingabe. Aber ich finde... Es ist das Menü. Ja, klar. Das Menü sollte primär natürlich übersichtlich sein. Das sind sie auch bei Colin McRae. Aber ich finde, die sehen schon ganz stylisch aus. Ja. Aber das ist jetzt kein Grund zu sagen, ich kaufe mir das Spiel. Ja. Es ist ja kein Apple-Produkt zum Beispiel. Ist es nicht? Wo viele sagen, da ist mir alles andere egal. Hauptsache sieht man aus. Ah, du hast mir mal wieder hier so eine Strecke rausgesucht. Das sieht immer wieder ähnlich. Ach, wieder so eine Sandpiste. Wieder so eine Sandpiste hier. Schön, noch die gleiche Strecke wie vorhin, du Wurst. Nee, das ist eine andere. Aber wieder den also, gleichen Wagen. Du kannst die Schmach von vorhin wieder gut machen. Ist da auch was. Also das ist natürlich ausdrücklich erlaubt. Du hast jetzt übrigens den zweiten Schwierigkeitsgrad von insgesamt 5 gewählt. Das heißt, die Gegner sind so mäßig aggressiv und das Schadensmodell ist sehr, sehr forgiving. Oi! Sprich, bis du hier einen Totalschaden erleiden wirst, da wird schon einiges Wasser den Rhein runterfließen. Das war mal schön der Turbo-Boost, Junge. Du vermisst den so ein bisschen vom Motorstorm. Ne? Mal kurz aufdrücken und Gas geben. Schalt auch wieder in deine Lieblingsperspektive um. Oho, nur weil ich damit fahren kann und du nicht? Ja, das würde ich ja gerne sehen. Geh mal aus dem Weg hier. So, ja, ey, kommt der Dicke. Erwischt man sich echt so. So ist brav. Dreh dich erstmal um die eigene Pirouette hier. Dreh dich um die eigene Pirouette. Ausgezeichnet. Ich wollte sagen, deine Ballerina-Ausbildung, wirklich, dass die dir nochmal zugutekommen würde. Mit der Ballerina-Ausbildung lasse ich dich ziemlich alt aussehen, wenn du mit Darren schmust. Ah! Tut mir leid, wir werden es nicht mehr sehen, wie du als Letzter durchs Ziel kommst, denn ich höre gerade von den Menschen da oben, die Macht über uns alle haben, dass wir nochmal ganz schnell in die Werbung abgeben müssen, aber gleich sehen wir uns wieder. Ihr fiesen Schweine!
Ein letztes Mal begrüße ich euch zu Colin McRae Dirt auf der 360. Das ist heiß. Aber nicht so heiß wie das, was Kollege Michael Neudert und ich auf dem Colin McRae Dirt Event erlebt haben. Da wurde nicht nur gespielt, da wurde auch cool gefahren. So, wir befinden uns jetzt hier mitten im Camp for Fun und das bedeutet eins, wir schnappen uns diese wunderbaren Jeeps und versuchen mal ein bisschen so durchs unwegsame Gelände zu gurken. Vorhin war ich noch sehr mutig, als ich unterschrieben habe, aber wenn ich mir das hier so angucke, ich bin mal gespannt, was die Jungs und Mädels uns hier so vorbereitet haben. Naja, ich würde sagen, das Fazit ziehe ich einfach mal hinterher, ne? Once we were young and we were few. Millions of people told us what to know and what to do. They always told what's wrong and right. So let us smash our chains tonight. Die Schräglage drauf. Hast du das nicht drauf? Das war nicht gut. Ich hab Bilder zu Hause, die hängen schräger, als der Colin hier gerade über die Ding gefahren ist. Das liegt daran, weil ich heute mal gerade so einen Schnaps noch nicht bekommen habe. Wir haben eine Hupe. Hey, hör mal, ja, wir haben uns gemeldet, hier. Geile Runde, Spaß. Kannst du mal das Kennzeichen schon mal auf? Da gibt's doch eine klare Runde, ja, das heißt. Das ist ja hier aber. Mann, Digga, Rollenschein. The chosen people stand. Thunder and lightning blazing across the sky all through the land. And then the voices heard so loud. Rang die weg! Rang die weg, die Alte! Join in the crowd, everybody shout rock and roll, long live rock and roll, long live rock and roll. Oh, schöne gute Dame, ich hätte gerne zwei Chicken mit Nuggets, ein McSunday Shake und Cola Light und eine Cola Light zum Mitnehmen und die Pommes ohne Salz, ja, und vor allem ohne Salz, ja. Oh. Große Verschränkung, okay, fast große Messing. Okay. Große Verschränkung. Große Verschränkung ist kommen. So if you fear to lose control. Don't try to push it back. It's nothing bad, just rock and roll. So let them feel the force tonight. In my darkest night, there's only rock that shows the way and leads them through the night. Ich würde sagen, bis auf die Tatsache, dass wir vergessen haben, das Salz wegzulassen. Ich würde sagen, Colin, du bist gefeuert. Oh Gott, ich muss wieder verbraten. Ich glaube, das ist immer da. Nee, ich bleib doch für das Regnet. Ah, guck dir das mal an hier. Das sind Männlichkeitsmale. Boah, schau hier. Du meinst, weil du dich eingekotet hast? Ich bin echt der harteste Typ im Cockpit. Der Coach spritzt bis an die Decke hier. Der Herr Gebel, nein, bei der großen Verschränkung. Aber es war nicht meiner, es war nämlich seiner, der Panik bekommen hat. Und dann verliert er immer die Kontrolle über seine Schließmuskeln. Colin, aber es wird wieder feuern. Long live Rock'n'Roll! Long live Rock'n'Roll! Ja, Michael und ich im Camp for Fun. Campforfun.de übrigens, die URL, wenn euch das interessiert, ist in der Nähe vom Nürburgring. Da kann man, ich weiß nicht, was es kostet, aber Informationen gibt es auf der Seite. Das macht richtig Spaß. Ich muss sagen, geile Grafik, aber die Fahrermodelle, das waren schon zwei hässliche Kotbären. Also ja, keine Ahnung, die Texturen waren halt extrem edel. Ja, wurde mir zumindest gesagt. So, wir fahren jetzt noch mal ein bisschen weiter. Das hat nicht geholfen. Und wir fahren jetzt vor allem mal eine Rallye, denn das ist das, was Colin McRae letztendlich ja berühmt gemacht hat. Oh, ich muss mal neu starten, die Zeit lief die ganze Zeit gegen mich. Sprich, ich alleine gegen die Strecke mit einem Beifahrer, der mir wichtige Kommandos gibt. Und es ist natürlich gut, wenn ich jetzt so laut wie möglich rede, damit du den Beifahrer nicht hörst, wenn er sagt 5, 12, 7, 8. Sozusagen. Ja. Meine Güte! Wir sind mal ruhig und lauschen. Mann! Ja, das weiß ich nicht. Rechtshalten, Überschreiter, Sprengen.
Lach nur. Links 2. Und links 2, 80. Menno, Menno, Menno. Vielleicht kommen wir noch in den wunderbaren Genuss, nicht gleich. Also das Erste, was du machst auf der geraden Strecke, mal schön die Windschutzscheibe loswerden. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, je höher die Zahl ist, also wenn er sagt zum Beispiel 6 rechts oder rechts 6, ich weiß gar nicht wie rum, dann heißt es, die Kurve ist nicht so gigantisch steil. Je niedriger die Zahl, also sprich 1, ist es quasi wie so eine Hahnadelkurve, so was richtig Schönes, Enges. Rechts 4 geht zum Beispiel. Und Profis können sich natürlich nur auf die Kommandos verlassen, weil man natürlich nicht immer sieht, oh, was kommt denn da eigentlich hinter der nächsten Biegung? Ich habe natürlich einen miesen Platz jetzt hier auch durch diesen Crash. Also fahre ich sogar besser, Junge. Oh, es ist aber auch extrem dunkel. Mann, ja. Alter, der Stein des Todes hat dich. Mann, der Baum der Liebe hält dich fest. Oh. Komm. Oh. War noch nicht nötig. Das war's dann. Ja, das leider ist, ist es wirklich arg dunkel hier. Ich hoffe, draußen sieht es. Mensch, ey, Captain Zaunlatte nimmt mir wieder alles mit, was an der Seite steht. Nein, ich bleib doch mal stehen. Nimm noch einen Anhalter mit, oder was hier? Ja, Junge. In Ruhe zu Hause und hier, das ist einfach schön. Ja, ja, da kommen wieder die Ausreden, die man gerne hört. Aber damit qualifizierst du dich. Wenn der das Händchen gehalten hat, dann lief es immer ganz gut. Ja, noch hast du lustige Töne hier zu spucken. Aber ich erinnere daran, dass du ja den großen Wettbewerb gegen den PC-Bereich bei Gita Games ausgeben hast. Du hast ja schon fleißig geübt. Naja, du prädestinierst dich gerade dazu, quasi aus unser Flaggschiff an den Start zu gehen. Nein, nein, das hast schon du hier für dich. Oh, die Mann, wie er gleich ruhiger wird, wie er gleich ruhiger ist wird. Hier und ja, ich glaube, es wäre besser, wenn ich fahre. Ja, glaube ich ja, auch. Definitiv. Das oh, 20 ja Sekunden Rückstand. Mann, jetzt geht doch noch die Bordscheibe fliegen hier. Mama, mach du mal. Ja, mach ich mal. Also, es ist durchaus hinzukriegen. Das ist nur mal, falls ihr es siegen sollte, um das schon mal so ein bisschen zu schmälern. Wir sind unschlagbar. Schau, ja, wenn ich komm, wenn ich da an der Steuer gehe, dann kommt gleich sowas hier. 100 rechts 4 überschreiten. 100 links 5 überschreiten breiter. Ja, definitiv eine bessere Figur. 100 links 2. Aha. Ja, sehr gut. Und links 2, 80. Ja, also du prädestinierst dich definitiv gerade für unser Aushängeschild, wenn es um den Kampf geht. Dafür, dass du das quasi so gut gemacht hast. Allerdings habe ich da schon ein paar Sachen gelesen, dass man auf der PC-Version mit der Tastatur weitaus bessere Zeiten erzielen soll als mit Gamepad. Habe ich in diversen Berichten gelesen. Ja. Und das soll angeblich immer schon so gewesen sein. Ich weiß es nicht, ich bin kein Colin McRae. Das ist natürlich dann ein Nachteil für uns Consoleros, die wir eigentlich den richtigen Skill am Pad haben. Ah! Hoch mit dir! Du kannst dich auch jetzt Start drücken und auf die Piste wieder setzen lassen. Okay, Wagenposition wiederherstellen, einmal nach unten klicken. Oh, genau. Das ärgert mich jetzt. Das war ein Fahrfehler, weil ich gerade mit dir da gequatscht habe. Aber macht nichts. Du bist so eine Ausreden, Gott. Hey, du bist echt hier der Codebär. Felix, warum bist du wieder zu spät? Entschuldigung, Herr Lehrer, mir ist ein Hund vors Fahrrad gelaufen und dann hat sich die Leine um das Wind meiner Mutter verwickelt und dann musste ich zum Flohmarkt gehen und musste das Alter wegbringen und als ich wiederkam, hat es gehagelt. Du alter Codenascher. Ja, du musst, ja, Rick, du und deine persönlichen Passionen, die du immer wieder öffentlich ausleben musst. Ja, ja. Oh! Was? Da war es ein bisschen geplant. Dunkel. Wieder war es dunkel. Ich würde jetzt sagen, von meinem Matchtraining, das geht fast als große Soll ich jetzt weiterfahren, oder was? Wir können ja auch gerne mal einen Splitscreen-Modus machen. Splitscreen-Modus, das müssen wir bei uns, glaube ich, fürs nächste Mal aufsparen. Schade. Denn wir sind quasi hast du ihn nochmal gerettet, ja? Ja, genau. Schön im Graben wirft er mir das Pad zu. Ich würde sagen, wir haben zwar nur die Preview-Version, aber natürlich kann man schon sagen, wird das Spiel gut und vor allem, wie gut es wird. Schauen wir uns doch mal gemeinsam die kleine Fazit-Videoberichterstattung dazu an. Hut ab, Codemasters, denn ihr habt es wirklich hinbekommen, mit Colin McRae Dirt neue Maßstäbe zu setzen. Vor allem die Grafik ist dabei eine Wucht. Kaum ein Spiel, und hierbei meine ich nicht nur Rennspiele, bietet einem eine solche Detailtiefe. Fotorealismus lässt grüßen. Aber nicht nur die Grafik ist beeindruckend, sondern auch die Physik des Spiels. Und dazu steuern sich die einzelnen Vehikel so, wie man es sich von einer guten Simulation wünscht. Dank den Einzelspieler-Modi wird man also gerne stundenlang im virtuellen Dreck verbringen. Wobei ein kleiner Wermutstropfen dennoch bleibt.
Die Ladezeiten sind zu lang. Zu lange, um für ein flüssiges Rennvergnügen zu sorgen. Aber bis zum Release am 15. Juni werden die Entwickler auch dieses kleine Manko sicher beheben und für ein rundum gelungenes Spielvergnügen sorgen. So viel erstmal an dieser Stelle zu Colin McRae Dirt für die 360. Was hast du denn da entdeckt, hör mal? Ohohoho! Das hat uns wohl der Weihnachtsmann dahingestellt. Ja. Wo geht's an? Das geht nicht an. Und soll ich dir sagen, warum? Weil der böse Robert aus der Regie mir verboten hat, damit zu fahren. Warum? Hat er nicht gesagt, er hat er nicht. Warum denn? Weil es gibt so viele dunkle Täler hier und das sieht nicht gut aus. Ich will jetzt damit rumfahren. Okay, ihr gewinnt. Nee. Diesen so bei uns, aber ohne Batterie. Nee, da ist natürlich ein schöner Akku drin, den man aufladen kann. Das hat uns nämlich Codemasters freundlicherweise zur Verfügung gestellt, diesen Wagen. Und der hat auch richtig Zunder unter der Haube, denn es gab schon diverse Crashs. Ja, wir haben in der Redaktion auch festgestellt, er hat auch ein physikalisch korrektes Schadensmodell, wenn die Reifen abfliegen. Ja, das geht manchmal schneller als im echten Leben, das stimmt leider. Er hat so ein paar Schwachstellen, aber insgesamt eine schöne Sache, mit dem man... Auf jeden. Ist also nicht zu vergleichen mit diesen Dicky-Produkten, oder wie hieß die, ich so zu meiner Kindheit noch kannte. Aber Dicky war gar nicht so schlecht, die hatten schon ein paar gute Oschis dabei. Wie hieß und geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Da hast du recht. Wenn ihr das gewinnen wollt, was muss man eigentlich dafür tun, lieber Felix? Das hattest du dir ja überlegt. Ja, ich hatte mir das überlegt, ihr müsst mir sagen, wie viele unterschiedliche Rennvariationen es bei Colin McRae Dirt gibt. Wir haben ja gerade schon ein paar gesehen, wir haben Crossover gesehen zum Beispiel, wo man ein One gegen One sozusagen, dann das traditionelle Rallye-Spiel gibt es dann, wo man im Bulk mit mehreren fährt. Wie viele von diesen verschiedenen Variationen gibt es? Ja, und natürlich nur beschränkt es auf den Singleplayer-Modus. Nur Singleplayer-Modus. Um das Ganze ein bisschen zu beschränken. Also streckt euch mal ein bisschen an und dann schickt ihr die Antwort wohin? An 360@giga.de. Ich bin sehr gespannt, wer bald dieses wunderbare... 360 als Zahl oder als ausgeschrieben? Als Zahl. Ja, sag mal, ich merke gerade, allzu häufig hast du die Sendung noch nicht gesehen, obwohl du Gast warst. Ich habe dich hier bewirtet. Ich habe dir nichts zu trinken und nichts zu essen angeboten. Und jetzt stehst du mir den Dolch in den Rücken. Schön, danke, Herr Rick. Vielen Dank. Ja, so bin ich, so bin ich. Ja, falls auch ihr einen Dolch im Rücken haben wollt, felix@giga.de. Ich mache das gerne. Ja, nicht die billigen, stumpfen Buttermesser da wieder aus der Lade zaubern. Nee. Mit dem elektrischen Brotmesser hier. Oh, was ist jetzt so deine Meinung jetzt dazu? Ich meine, wir sind beide keine ausgewiesenen Rennspielexperten und Fans. Also, ich basiere jetzt meine Meinung nur auf dem kurzen, was ich heute, ich habe es wirklich heute zum allerersten Mal gespielt. Das fand ich recht nett. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob es noch simulastischer geht oder, also man merkt auf jeden Fall, dass es kein Arcade Racer ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die absoluten Simulationsfreaks davon enttäuscht sind oder nicht. Aus diversen Berichten habe ich gelesen, ja, mit den Achsen, das könnte man noch irgendwie alles, ich kenne mich da nicht so aus, das könnte man noch ein bisschen echter und reeller machen. Aber das, was ich gesehen habe, hat gut ausgesehen, hat sich nett gespielt auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein netter Titel, ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja. Jetzt. Zumindest mein 5-Minuten-Eindruck. Ja, ich würde auch sagen, wir gucken uns dann auch die Review-Version nochmal in aller Ruhe an und schauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Wir wollen natürlich auch mal den Multiplayer-Modus raus. Es kommt raus, ja, wann kommt es denn raus? Gott behüte, jetzt bringst du mich noch kurz vor knapp in die Bredouille. Am 15. Juni haben wir. 15. Juli hören wir gerade aus. Wunderbar. Juni oder Juli? Juni. Juni. Juno. 15. Juni. Genau, die PlayStation 3-Version kommt dann auch irgendwann, aber die interessiert uns natürlich gar nicht im Rahmen der 360-Sendung. Die werden wir dann vielleicht bei Games uns nochmal auf den Zahn legen. Ja. Ja, und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich, dass du bei mir wieder gewesen bist und mich mit Rat und Tat und Unrat noch ein bisschen höher ausfallen, sonst komme ich nicht nochmal. Schauen wir mal. Die Scheiße tue ich mir nicht an. Ja. Wir sehen uns vielleicht alle nächste Woche wieder. Und vielleicht den Herrn Rick nicht, aber den seht ihr ja gleich bei Games. Macht's gut. Tschüss.